Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der stärkste Trainer in diesem Land? Jo, und wer ist der stärkste? Das weiß man noch nicht, denn ich habe leider noch nicht alle 8 Orden und auch noch nicht die Pokéliga durch. Deswegen bleibe ich schon noch immer auf meinem Teppich liegen. So, gehe ich mal erstmal weg hier, kein Bock auf dich. So, ja, hier habe ich den Pokéball rechts geholt und wie man schön sehen kann, das Bisasaur ist wieder da. Was heißt wieder da? In der letzten Folge haben wir es nur kurz gesehen und ja, es hat sich auch was getan und zwar hatte ich ein paar Pokémon, ich habe ein paar Pokémon getauscht. Ich gehe mal zurück. Joa, einmal hier das gute Teil, heißt jetzt wieder Abonnent, ne, aber das ist der richtige Name von diesem Pokémon. Moment, ich mach's mal kurz auf. Ach komm ey, was, wieso mache ich das immer? So, nochmal. Nein. Ja. So, ja. Yeah. Genau. Es ist ein Zorua. Und ja, er hat's mir mal einfach mal geschenkt, ist auf Level 29. Ich werde es zwar jetzt nicht im Team reinpacken, aber man weiß ja nie, wann ich es irgendwann mal gebrauchen kann, ne? Ich werde es jetzt auf jeden Fall mal für eine Runde mal testen, was das so drauf hat. Das gute Teil und ja, mal gucken. Und ich habe wieder mal ein Pokémon-Ei. Und ja, wie immer, das Geilste an diesem Pokémon-Ei ist, ich weiß selber nicht, was drin ist. Das ist das Geile an diesem Pokémon-Ei. Ich habe es mal bekommen von netten Abonnenten, sag ich mal. Und ja, ich weiß selber nicht, was drin ist. Ich lasse mich selber überraschen. Hoffentlich keine Niete. Und ja, ihr könnt wie immer mal, sag ich mal, unter den Kommentaren mal raten. Also in den Kommentaren schreiben, was es sein könnte. Ich tippe selber auf ein, ah ja, ich sag ein Typ. Also ich denk mal, es ist ein Unlicht-Pokémon, also Unlicht. Was genau, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich tippe mal auf Unlicht. Und ja, mal sehen. Ich lasse mich da selber überraschen. So, keine Angst, Evoli wird wieder ins Team reingepackt. Ich habe das jetzt nur für die Show hier mal, für diese Let's Play-Folge mal rausgenommen und mal was anderes gezeigt. So. Was ist das denn? Hier ist nichts. Oh Mann. Mann. Immer diese Verarschegänge hier. Da denkt man, man kann hier weiterlaufen, aber denkste, Blockade. So, Bisasaur. Erstmal Flucht, ich habe keinen Bock auf Pantimos. Das kann man hier ruhig alleine gammeln. So, wir gehen aber... Oh nee, das wollte ich ja verhindern eigentlich. So, hier mache ich auch Flucht. Weil das haben wir alles in der ersten und zweiten Folge gesehen, also vorletzten und letzten. Ist nichts Neues. So. Ja, dann gehen wir mal hier wieder hoch. Ich habe gerade überlegt, ob man da hinten rausging. Ah, da muss ich nächstes Mal ein bisschen ausweichen. Hallo! Dich habe ich noch nicht im Team. Was heißt im Team? Im Pokédex. Oder? Doch, ich habe es gesehen, aber nicht gefangen. Flucht. Mach's gut. So, dann gehen wir mal jetzt. Wohin? Überlegen kurz. Hier. Genau. Genau, hier ist auch der Ausgang. Hier ist noch ein Rucksacktyp. Unten ist eine Professorin. Und hier kann man Stärke einsetzen. Das mache ich erstmal. Stärke einsetzen. Ich will meine Stärke mal zeigen. Ey, Pantimos, ich habe dich gefangen. Du nervst richtig jetzt langsam. Keine Ahnung, was du von mir willst. Es ist so geil, wie Bisasaur da auftaucht. Einfach wie so ein richtiger Koloss, ey. So. So, einsetzen. Bäh. Wenn jemand einen Stein übrig hätte für Bisasaur, könnte ihn ruhig, sage ich mal, geben. Ist kein Problem. Ich weiß, dass man ihn mit Glück auch für kleines Geld bekommen kann in der Hauptstadt. Aber wie gesagt, wenn jemand einen übrig hat, immer gern gesehen sowas. So, hallo. Okay, was ist das jetzt, irgendein so ein Special hier? Ist wieder so ein, die erforscht hier was Besonderes, also nichts Interessantes für mich oder was? Ich bin der Schatten.
der die Spiegelhöhle durchwandert. Okay, aber einen Schatten habe ich nicht gesehen. Ich sehe nur Spiegel und ich sehe, dass du drei Pokémon-Viecher hast. So, das erste kennen wir ja, habe ich ja mal selber gefangen. Ganovel. Jo, da will ich mal sagen, Risiko-Tackle ist schon eine geile Attacke, aber es zieht voll viel ab. Also, es zieht mir auch viel HP ab. KP. Und das ist das Problem. Ja, jetzt geht's noch. Aber trotzdem, das ist schon eine Menge. Zwei, drei Mal und dann ist man schon selber tot. Mhm. Ja, genau. Setze ich mal das Viech mal ein zur Ruhe. So, zeig mal, was du drauf hast. Okay. Ja, Kratzer, Schmarotzer, Finte, Grimasse. Ja, hat ja nicht so, sage ich mal, krasse Attacken. Hält sich noch im Rahmen. Aua. Zweimal getroffen. So. Boah, das sah richtig geil aus. Ja, das Pokémon ist auch verdammt süß. Also, auf jeden Fall eine geile Sache. Das entwickelt sich ja später auch. Beziehungsweise bald schon. Wenn ich jetzt, sage ich mal, weiter leveln würde. Entwicklung kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass es eine gibt. Vielleicht eine dritte, aber ich denke mal dritte nicht. Weiß ich jetzt nicht. Weiterkämpfen. Schönen Einsatz hier zeigen. Beendet. So, Kratzer setz ich mal ein. Wow, das hat so viel abgezogen, dass ich gar nicht rechnen konnte, wie viel das abgezogen hat. Deswegen machen wir gleich sofort die eine Attacke hier. Schmarotzer. Oh, Finte. Aua, Finte. Komm. Joa. Leider. Ah doch, okay, gut, wollte ich gerade sagen. Schmarotzer ist eine Unlichtattacke, das ist schon mal gut. Wollte ich gerade sagen, hab ein Unlichtviech, aber nicht mal eine Unlichtattacke, aber passt ja. So, nochmal. Der setzt nochmal Finte ein. Und ich kann das nicht einsetzen. So, jetzt reicht's mir. Amphitzel, machen wir hier einen schnellen Prozess. Der Kerl da vorne will mich ein bisschen ärgern. Mit seiner Attacke. Ja, ja, bla bla. So. Aquawelle, los. Aua, das hat so viel abgezogen, dass ich kaum sehen konnte, wie viel. So, zack, Daumen fertig. Jo, ich glaube, das war's, ne? Das waren drei, oder? Ich glaube schon. Ja, das war's. Joa, passt. Dann gehen wir mal hier raus. Ich glaube, das ist jetzt die neue Stadt hier. Ja, Natara City, genau. Und da ist schon wieder so ein Rucksacktyp, der will bestimmt mit uns kämpfen. Was anderes kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Was ist das? Okay. Hier tummeln sich fähige Trainer aus der Welt. Um zu kämpfen, willst du auf den Kampf Plaza deinen Können auf der Probe stellen? Hm. Nee. Weiß ich jetzt nicht. Das ist bestimmt mit, muss man sich mit dem Internet verbinden. Okay, hier kommen sehr viele Informationen jetzt auf einmal. Ob das ein Zufall ist, weiß ich jetzt nicht. Aber glatte, flache Steine reflektieren Licht gleichmäßig, sodass man Reflektionen auf ihnen sehen kann. Ja, und was erzählst du mir das? Wen juckt das denn überhaupt? So, dann gehe ich mal hier runter wieder. Hallo, 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 hallo. Wenn man morgens aufwacht, stehen die Haare in alle Richtungen ab, wie nach einem Stromschlag. Ob sich das mit der Mega-Entwicklung wohl ähnlich verhält? Könnte sein, ne? Also da muss man öfters die Steckdose einfach anfassen und dann passiert sowas vielleicht. Man weiß ja nicht. Vielleicht ist die Mega-Entwicklung einfach eine Form Steckdosen anfassen, ne? Da hinten der linke, ganz links, der in Pink. Was macht der da? Ich frag mich echt, was er da hinten macht. Also so auffällig und dann ist er gerade in dieser Ecke da. Das ist einfach nur ein Witz, der Typ hier.
Aber ich hab den vermisst. Hey, lange nicht gesehen. So sieht man sich wieder. Wie läuft's, altes Haus? Du weißt ja, ich bin Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die Urkraft in diese Welt hinaus. Ich frage dich besser mal, nur zur Sicherheit, soll ich dir die Urkraft erklären? Und zum 100. Mal, nein, sollst du nicht. Hey, alles klar, du weißt eben Bescheid, altes Haus. In diesem Sinne empfange meine Kraft mehr miteinander. Ja, ja, bla bla bla, dankeschön. Jo, dann haut er wieder ab. Wie immer. Ja, dann hau ab. Ja, hau ab. Gut, jetzt ist er weg. Traurig, aber wahr. So, aber jetzt erstmal durchbuffen, durchheilen, durch alles. Das war ein schwerer Kampf. Ja, was heißt schwerer Kampf? Ich meine, ja, zwei Parts waren wir jetzt in der Höhle drin. 2,5, sage ich mal. Das hat schon ein bisschen Zeit gekostet, diese Höhle. So, nein. So, dann gehe ich mal rein. Beziehungsweise, was ist mit den Typen hier los? Das sieht so komisch aus. Wieder so eine komische Kopfbedeckung. In meinem neuen Lieblingsspiel muss man Attacken im Rhythmus der Musik ausführen. Guitar Hero 3, um Gegner zu besiegen. Was für ein Spaß. Okay, gut. Ah, stimmt ja, ich wollte ja noch ein paar Sachen kaufen. Kaufen. Hypertrank kann man einen Tauch holen. 50.000 habe ich. Ja. Ich nehme auch Beleber mit. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich habe einmal kurz im Offscreen Beleber eingesetzt. Weil, ja, weil Baum. So, nee. Fluchtseil, boah, auch nicht schlecht. Ab und zu mal Fluchtseil. Und Schutz nehme ich auf jeden Fall. Das ist noch dieser Low-Schutz, ne? Für 100 Schritte, ich brauche mal einen richtigen Schutz. 100 Schritte ist gar nichts, ehrlich. Kann man den dauerhaft einsetzen. Ah, da war Superschutz, habe ich gerade gesehen. Kaufen. Und Superball, ne. Oh Mann, hier kann man nur Superball kaufen. So. Okay. Voll ausgerüstet hier. So. Tschüss, tschüss. Ja, das ist... Ja, ich... Das ist jetzt die Arena-Stadt hier. Wir haben ja schon die Arena-Leiterin, sag ich mal, besiegt, aber... Ja, ich gehe jetzt nicht so weit weg wieder. Aber man weiß ja nicht, was sie jetzt vorhat. Schon wieder so ein Typ mit einem Helm. Was sucht der denn hier überhaupt drin? Es soll ein Item geben, mit dem man die Fähigkeit eines Pokémons ändern kann. Ach so, das habe ich zumindest gehört. Aber wo kann man es nur finden? Hm, was sucht ein Was ist das für ein Haus? Ein Bauarbeiter, ein Professor und ein Karate-Master. Was suchen die in so ein Haus drin? Das ist doch so ein Familienhaus, oder nicht? Und teilen die sich alle zu dritt hier so ein Bett da oben, oder was? Also, das sieht hier ziemlich komisch aus. Was sehe ich denn da? Ein Carlos Küsten-Pokédex. Zeig mal, wie viele Pokémon du entdeckt hast. Oh Mann, 54 Pokémon. Naja, geht, ne? Gut, der will immer nur mein... Ach so, ich bekomme da schon was. Okay, gut. Ich dachte, der will nur mein Pokémon-Dex anschauen, aber okay, gut. Gut. Ja, ja, es erhöht und hier und da und dies und jenes und welches. Okay, Karate-Typ, was willst du uns noch sagen? Willst du sagen, wie stark du bist? Neulich hat mich ein Freund zu sich eingeladen, der vor kurzem Team Flair begegnet ist. Ach so, beigetreten ist, sorry. Er hat ausschließlich davon gesprochen, dass nur Team Flair eine strahlende Zukunft habe. Ja, dann geh du auch zu denen, dann wirst du aber mit der Haarfarbe nicht klarkommen, denn da muss schon ein bisschen Orangeton. Ja, ist die Voraussetzung, dass man da irgendwie reinkommt. So, ja, dann würde ich mal sagen... Arena-Leiterin jetzt oder im nächsten Part ist jetzt die Frage. Ey, hier stimmt was nicht. Was ist das für ein kunterbuntes Haus hier mit tausend anderen? Hier die Frau, die sieht mir sehr, keine Ahnung, komisch aus. Na, sowas. Sieh mal einer an. Dein Glutexo scheint dich ja richtig gern zu haben. Deswegen schenke ich dir jetzt 60 Glutexos. Das ist so rührend. Da habe ich doch glatt etwas für dich. Ich wusste, dass sie mir was schenkt. Samstglocke. Okay, dankeschön, tschüss, schönen Tag noch, ciao. So, schenkst du mir auch was? Jedes Pokémon ist was Besonderes.
und besticht nicht zuletzt durch sein Wesen. So, okay, gut, Schuss jetzt eigentlich. Ich will jetzt aber auch nicht jedes Haus rein. Ha. Ach, die habe ich lange nicht gesehen. Also, unser Tierno auf jeden Fall, aber Tomato, Trovato habe ich nicht gesehen lange. Hallo, Zakatjes! Wie geht deine Reise voran? Joa, schleppend. Zakati, lass uns die Einträge in unserem Kalos-Küsten-Pokédex vergleichen und rausfinden, wer schon mehr Pokémon gesehen hat. Mal eine andere Art von Pokémon-Kampf, was? Ja, voller Pokémon-Kampf. Ja, ich habe 54, ja, danke. Da ziehe ich wohl den Kürzeren. Ich gratuliere dir, Zakati. Ja, wie viel hast du denn? Das sagt er mir nicht, oder was? Fieser Kerl. Ich habe auch ein paar Pokémon gefunden, die allesamt super Tänzer sind. Da fällt mir ein, der Professor meinte doch, wir sollen unbedingt Mr. Mega Hallo sagen. Mr. Mega. Wenn wir in Yatara City sind. Ja, sollten wir. Der ist bestimmt irgendwo hier. Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Wen sollen wir gleich wieder Hallo sagen? Ja, mir. Na, Mr. Mega. Ja, stimmt, genau, das hat er gesagt. Ja gut, das hast du gerade wiederholt. Prima, dann lass uns doch alle nach diesem Mr. Mega suchen. Aber wo finden wir diesen Mr. Mega wohl? Immer diese geile Fragen. Also ich habe gehört, dass Mr. Mega im Turm der Erkenntnis sein soll. Weiter hinten am Stadtrand. Aha. Gut. Jo, Leute. Und wie immer, bleibt einfach mittendrin stecken. Ihr wollt nie was machen. Ja, ja. Das ist ja auch uninteressant. Komm her, was hast du? Wenn man morgens aufwacht, stehen die... Ach so. Ach, das ist die mit den Haaren. Gut, gut, gut. Ja, da würde ich mal sagen... Wo ist die Arenaleiterin? Hier. Gut. Hier ist die Arenaleiterin, hier ist wieder so ein Punker. Für dich und dein Glutexo ist kein Weg zu weit, was? Ne, ich persönlich bin mein ganzes Leben lang nie aus dieser Stadt herausgekommen. Dann machst du auf jeden Fall was falsch. Das ist ja dann wie ein Gefängnis. Was ist denn das wieder? Ah, das ist immer dieses... Muss ich auch mal machen, aber ich habe hier leider kein richtig gutes Internet. Ich muss immer ins andere Zimmer gehen. Deswegen, nein... Nein, mache ich nicht. Ich will keinen Tausch mit dir über Beeren machen. Kannst vergessen. So, ja, da würde ich sagen, den Pokémon-Kampf schauen wir dann auf jeden Fall uns in der nächsten Folge an, weil ich muss mich da jetzt, sage ich mal, hochqualifizieren und erstmal, ja, den Crap beseitigen. Also, Crap. Ey, die haben sich bewegt. Ja, ihr bewegt euch ein bisschen, ne? Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und dann lasse ich das erstmal so stehen. Und ja, dann schauen wir uns auch in der nächsten Folge mal genau die Stadt noch an. Die Hälfte haben wir ja, glaube ich, schon durch. Ja, dann würde ich mal sagen, falls euch das Video gut gefallen hat, bitte bewerten. Und ja, bis zur nächsten Folge. Euer Zakatjes.